Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Factorio mit dem Zwerg. Hallöchen! So. Ich bin mit meinem Auto unterwegs. Ja, ich merke schon, du wirst gerade hart versorgt. Oh ja. Okay. Oh, ich werde sowas von was rammen hier. Ja. Ja, also mittlerweile von der Kiste hier oben wollen ab und zu dann doch mal so die ein oder anderen so Schaltkreise abholen, was ich ganz cool finde. Ja, klar, die Anforderungskisten müssen ja auch ausgefüllt werden. Die Bänder, muss ich mal gucken, ich glaube, die sind mittlerweile voll. Da wird ja auch, war ich nicht, ja auch runtergegriffen. Ja, aber es wird auch tatsächlich relativ konstant geholt. Also, ich habe jetzt mal ein bisschen verfolgt, die Schaltkreise, ja. Die sparen sich dann immer so auf 100 auf und dann werden wieder ein paar angefordert. Okay. Also, wir kommen... Wo liegen denn die 1,5 überhaupt? Das wundert mich. Ich glaub, wo liegen die? Ja, die müssen irgendwo im Netzwerk liegen, aber... Weil unten bei meinen Produktionen liegen die nicht und oben ist keine Kiste. Vielleicht ist das eine passive? Vielleicht haben wir irgendwo eine Lagerkiste, wo welche eingelagert werden oder eine Anforderungskiste, die ganz viele anfordert oder so. Das kann auch sein. Also ich habe hier eine Anforderungskiste, die hat nur einen Slot und die ist auch leer. Mhm. Hier ist eine Anforderungskiste, die ist tatsächlich nicht begrenzt, die begrenze ich mal, aber die ist auch leer. Ja, aber hier wird, also ich, ihr habt Bänder zum Beispiel, sind voll. Wow, jetzt sind gerade richtig viele abgeholt worden. Ja, wir haben ja Roboter ohne Ende, die können ja sowieso fliegen, wie besteuert. Wir haben ja quasi 3800 von 4000 Robotern sind die ganze Zeit alle. Ja, ich sehe es gerade. Aber es ist total spannend, wenn du überlegst, ne? Ich schaue jetzt die ganze Zeit drauf, ne? Wir hatten jetzt teilweise Spitzenwerte von 100 Schaltkreisen da drin. Mittlerweile sind es nur noch 40. Also so langsam kommen die Drohnen an, die da den ganzen... Die liegen 2, 4, 6, 8. Jetzt haben wir schon 14, echt eine 16. Eigene Produktion. Ah, ich weiß, wo 1600 liegen. Alles klar, hier unten liegen die. Okay. Nee, aber hier oben, das wird auch total heftig angefordert. Ja, ja, die Anbieterkisten hier unten sind jetzt gleich komplett voll. Die eine ist schon vollgelaufen, die zweite läuft gerade voll. Und was, wofür haben wir die gehabt? Weißt du das noch? Das sind die, die die Produktion über die Basis verteilen. Also sind die nicht Lagerkisten, sondern Anbieterkisten. Ja. Okay. Unten von der Produktion und die sind jetzt gleich komplett voll. Okay. Und oben ist auch das Band komplett voll. Okay, dann ich erhöhe trotzdem nochmal die Produktion, weil die kommen nämlich gerade echt nicht hinterher, ne? Also ich meine, eine Kiste, die hier eigentlich so für den Gesamtversorgungsbedarf hier ein bisschen was helfen sollte, die kommt echt ans Limit, ne? Ja. Okay. Also die hat, jetzt hat sie mal wieder eine Spitze, einen Peak drin, aber so in aller Regel wird die jetzt gleich leer gesaugt werden. Hast du noch Artefakte eigentlich? Ja, 50 glaube ich irgendwo. Wir haben keine lila Flaschen mehr, sehe ich gerade. Okay, warte, ich nochmal ins System reinwerfen. Ja, wir müssen vielleicht mal wieder mal eine kleine Tower Rush Runde machen. Aber ich schmeiß mal wieder welche rein. Die kommen, sind gerade auf dem Weg. Und ich Idiot fordere gleich welche an. Hm, okay. Also nochmal welche. Okay, jetzt sind sie wieder weg. So, machen wir erstmal hier die ganze grundsätzliche Kiste. So. Das schon mal? Ich glaube, die blauen haben wir mittlerweile genug für den Sieg. Aber ja. Die lilanen fehlen, glaube ich, noch. Weil blaue werden hier mittlerweile auch zwischengelagert sogar. Wo habe ich denn jetzt mein Auto abgestellt? Ist denn der Sieg instant oder dauert das noch ein bisschen? Weiß oder? Es nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also, ich dachte, du hattest mal den Sieg erreicht. Nee, der Sven und ich, wir hatten das mal erforscht und alles fertig gemacht. Mhm. Und weil wir aber nicht wollten, weil wir dachten, vielleicht wird die Welt gelöscht, vielleicht passiert irgendwas, ja. Haben wir dann uns das, also hat er, ich habe das gar nicht gesehen, hat er sich das YouTube-Video angeguckt, was passiert. Okay. Und er hat gesagt, auch, episch, oder? Ja, er meinte, krassestes Ende, das er je in dem Videospiel erlebt hat. Ja, sowas von, oder? Aber, keine Ahnung. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Welt gelöscht wird. Ich denke, das ist dann einfach, du bist dann einfach in den Hauptbildschirm geworfen und dann kannst du wieder laden, wenn du Bock hast. Ja gut, würde, also ganz ehrlich, wenn die Welt gelöscht werden würde... Da wäre auch totaler Quatsch. Da würde ich mich dann auch irgendwie so fragen, so, Und dann auch lassen. Das ist jetzt nicht so cool, ne? Ja, ja. Also 7 Produktionsmodule fehlen uns noch. Für den ultimativen Sieg in einem Videospiel. Ultimativen Sieg, der jemals... ein Videospiel errungen wurde. Ich bin total begeistert und gespannt zugleich. Gleichzeitig auch ein bisschen heftig in Erwartung. Ich dachte, du willst jetzt sagen, berührt. Berührt auch vielleicht ein bisschen. Wir hatten, ich war Snow One 2 Wochen. Hm? Der erste Lift neben so in unserer Talstation von unserem Ort. Der eine Lift hieß Böselalm. Der zweite hieß Schönjochbahn. Mhm.
Und dann gab es noch einen, der hieß Scheidebahn. Okay. Das ist ein sehr, sehr intensives Erlebnis, dort zu fahren, oder? Ja. Wir hatten sehr tiefen Powder. Waren von oben bis unten voll. Mhm. Sehr weiß, ne? Als wir reingefallen sind. Mhm. Verstehe ich. Nee, war schon sehr. Also haben wir uns noch ein bisschen drüber kaputt gelacht über die Namen, aber das halt. Mhm. Da könnt ihr auch nichts für. Ich meine, die Bahnen, die heißen ja meistens wie die Berge, auf die fahren. Der eine Berg hieß halt Mösel wahrscheinlich. Oder beziehungsweise Möselalm war auch eine Hütte. Ich glaube, der Berg hieß die Mösel oder so. Und der andere hieß dann halt, war dann halt der Schönjochberg. Mhm. Und links der Berg, der hieß halt Scheid. Ja. Die Scheid. Dann eine Scheid. Du kannst ja nicht Scheidbahn, also machst du Scheidebahn und dann. Kann es sein, dass die Scheidbahn hieß, keine Ahnung. Man weiß es nicht, ne? Aber weiß nicht, wir haben das sowieso nur Mösenbahn, Schönlochbahn und Scheidebahn genannt, also. Bei uns waren die Namen sowieso ab der ersten Sekunde fix. Ja, ja, ist klar, ich verstehe das voll und ganz. Da ging nichts mehr. So, ich versorge jetzt gerade mal unser System wieder mit ein bisschen neuem. Boah, unser Ölsystem, da läuft auch mittlerweile, muss ich sagen. Ja, ja, ja. 150. Podium ist halt zu viel im Endeffekt, aber wir haben von allem was und daher ist mir das egal. Ist mir egal. So, ich fülle hier gerade mal wieder ein bisschen unser Netzwerk mit Schrott auf. Ich muss ja zu meiner Schande sagen, dass ich im Moment ein bisschen das Dschungelcamp verfolge. Was? Weil, jetzt kommt es, meine Freundin das guckt. Mhm. Also die guckt das wirklich penetrant. Und penetrant halt jeden Abend sitze ich halt dann halt am PC und sie guckt Fernsehen, weil ich die Scheiße nicht gucken will. Ja, es aber die läuft halt, ne? Und du guckst halt immer mal so mit dem Kopf rüber und sie erzählt dir noch immer, was passiert. Und irgendwie verfolgst du es dann doch. So, ich habe noch keine Folge davon so wirklich gesehen, höchstens mal so Ausschnitte. Aber ich weiß trotzdem so ungefähr, wer drin ist und was so abgeht. Ja, ich habe keine Ahnung. Da ist wohl diese eine Tuse, Barbara oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht die auf ihrem Bild ganz normal aus, hat sich aber für das Camp Cornrows bis zum Arsch gemacht. Okay, Hauptsache auffallen. Ich würde nicht sagen, dass das ultra scheiße aussieht, weil ich kein Modeexperte bin, aber es sieht ultra scheiße aus. Ja. Keine Ahnung. Ich urteile ja ungern über sowas, wenn ihr es gefällt, soll es gerne machen. Aber mein Fall ist es nicht. Es mal so aus. Ich finde schon echt, immer vor allem, vor allem in Blond. Cornrows in Blond sind ja schon grenzwertig. Mhm. Wäre jetzt auch nicht mein Stil, ja. Höchstens mit Barthaaren, aber naja. Geil. Ich weiß. Gut. Da oben kann ich ja gar nicht mehr langfahren. Nee, auf jeden Fall muss die wohl im Moment jede Prüfung machen. Und in der gestrigen Folge, also für die Leute, die jetzt das Let's Play gucken, ist das wahrscheinlich schon eine Woche her. Da hat die einfach gesagt, ich mach die Prüfung nicht und ist da so durch den Dschungel getanzt und meinte so, ist mir egal. Ich krieg nichts zu essen, ist mir egal. Okay. Ja, also, die dreht schon ein bisschen durch, die erzählt schon irgendeinen Quatsch von, sie wurde traumatisiert und sowas. Jetzt schon. Ja, was heißt jetzt schon? Die hat halt schon 6 Prüfungen hinter sich. Ja gut, was man alles für die Kohle macht, ne? Ja, im Endeffekt schon, ja. Weil im Prinzip ist es ja genau das. Ja. Weil ich nicht weiß, ich glaube nicht, dass sie mehr Geld kriegen, wenn die eine Prüfung machen. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber allein fürs Dabeisein, das ist ja schon Publicity ohne Ende. Ne? Allein ja, die werden so einen Festvertrag haben, ja. Ja, und dann wirst du abgedruckt in diversen Boulevardblättern des Landes, ja. Klar, es geht ja vor allem auch um Promotion. So viele sagen halt, nach dem Dschungel kamen quasi erst die ganzen Karrierechancen, ne? Naja, gut, inwieweit, ne? Ist halt dann auch wieder so eine Frage, die sich dann stellt. Ja. Ja, schwierig, ne? Nur mal ganz kurz die Nase putzen. Apropos Nase putzen, pass auf, wir könnten mal hier ein Alien-Camp wegputzen. Ja, das ist so eine super Analogie. Ich gehe mir trotzdem kurz die Nase putzen. Ja, der Gönner pudert mal kurz und wir sind dann gleich wieder da. Puder links, Puder rechts. Ne, ich gehe schon, bis gleich. So, und wer der Gönner jetzt hier sich die Nase wegpudert, ja, baue ich hier mal ein bisschen neue Roboports der Liebe. Aber ich kann ja eh gerade nichts machen, weil ich sehe gerade, dass das Energieschild noch unterwegs ist. Sag mal. So. Eingepackt. Achso. Richtig. Ja, ich merke das. Ich baue da gleich ein Tor rein. Mach dir keinen Spaß. So, ich habe jetzt den Shotgun-Schaden erhöht angeblich.
Okay. Gerade dabei. Hast du eine Shotgun? Ja, klar, hier. Okay. Ist die, also die hat wohl auch Effekt, ne? Also die bringt wohl auch was, ne? Ja, ist die Kampfschrotflinte. Ist angeblich die beste Waffe. Also ich habe damit auch schon einiges platt gemacht. Jetzt vor allem, wo ich jetzt wusste gar nicht, dass man den Schaden noch erhöhen kann. Deswegen war letztes Mal eigentlich, ich habe die schon für cool befunden. Sie war aber super ineffizient, weil wir alles nur auf Stufe 1 hatten. Jetzt haben wir alles auf Stufe 4 mittlerweile. Ja, ich sehe schon, mittlerweile Stufe 3. Feuerrate geht gerade durch die Decke. Panzerbrechende Schrotpatronen hast du wahrscheinlich geladen, oder? Ich habe jetzt normale im Moment. Weil die Panzerbrechenden, die kosten irgendwie Stahl noch. Ja, gut, Stahl ist ja jetzt auch nicht. Die brauchen ewig zum Herstellen. Alter Vater. Aber kann ich ja nebenbei laufen lassen, ist ja egal. Ja. Aber tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass es hier so abgeholt wird. Da oben? Ja. Mach da mal gerade eine Anbieterkiste draus, dass du da irgendwann ganz alles voll mit Holz hast. So. Okay. Vielleicht dann hier noch daneben. Ja, ich warte gerade wie ein Wahnsinniger drauf, dass ich versorgt werde, weil ich würde. Also ich frage mich die ganze Zeit, wo die das reinlagern. Ja, wo die das hinbringen, das Zeug, ne? Ja. Aber es wird auch nicht voll. Also ganz ehrlich, da arbeiten jetzt. Verfolgt die jetzt? Ich guck mir das jetzt an, wo das hin. Oh, jetzt kommen meine. Wie gesagt, unten sind meine Versorgung. Die Kisten alle voll. So. Da wird zwar was gebraucht, aber der Bedarf ist lange nicht so hoch, dass er hier was bräuchte. Also ich werde gerade versorgt, nicht, dass du dich wunderst, warum hier wieder die Hölle los ist. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Dadurch, dass das eine Lagerkiste war und an irgendeinem Ort eine Lagerkiste liegt mit meinetwegen einem roten Schaltkreis, versuchen die zusammenzuführen und haben jetzt angefangen, einfach die Lagerkiste hier leer zu machen und die andere zu füllen. Und versuchen die ja immer zusammenzuführen. Ja, immer in eine Kiste zu packen. Ja, ist ja bei Holz genauso, da fliegen die teilweise. Ja, aber jetzt, wo es hier eine Anbieterkiste ist, passiert nichts mehr. Ah, verstehe. Also haben war das einfach nur umlagern quasi. Das heißt, die wurden gar nicht gebraucht, sondern einfach nur umgelagert. Nee, das macht Sinn. Das ist doch. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt zumindest noch keinen gesehen, der was rausgeholt hat. So, warte mal kurz. Ich habe gerade festgestellt, dass ich eigentlich schon wieder ein bisschen weiter bin mit meinem Anzug, weil ich baue ja gerade meinen Anzug hier nebenher noch ein bisschen auf, weil das dauert ja alles ewig und 3 Tage, bis es fertig wird. Ja, das dauert ewig. Also ich kann dir mal sagen, was ich drin habe. 2 Exoskelette, 2 Schilde, ein Nachtsichtgerät und eine Batterie, 2, 4, 6, 8 Laserverteidigung, Fusionsreaktor und dann noch 4 Solarmodule, weil ich einfach den Platz hatte und du kannst sie nicht anders arrangieren. Ja. Ich muss gerade mal ein bisschen mehr anfordern, weil ich sehe gerade, dass ich auch ein bisschen leer gelaufen bin. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Sturm auf mich zu. So, ich baue dir jetzt da mal kurz ich brauche noch 6 Patronen, dann bin ich soweit. Ach, du hast auch schon angefangen. Ich habe nur eine Tür leider. Mit einer Personenschleuse. Ich habe jetzt auch hier mehr Robo-Hangars hingesetzt. Hangars. Weil, wir werden die ja brauchen, wenn die Drohnen die ganze Zeit hier durch die Gegend eiern. Boah. Ja, macht schon ein bisschen mehr Schaden, aber ist immer noch nicht so. So. Immer noch nicht wow. Okay, ich reiße jetzt hier mal draußen ein bisschen Wald ab. Guck mal, so schießt mein Lasergeschütz jetzt gerade, während die Batterie leer ist. Okay. Das heißt, es sind immer so Phasen quasi drin, in denen das nicht schießt. So, ich mach mal ein bisschen den Rodebär. Rodebär? Den Rodebär. Ja, scheint schon ganz gut zu funktionieren. Vorsicht, da. Blauen. Ich hab ja Schild. Ja, die Blauen machen trotzdem ziemlich viel. So, okay. Scharfschützengewehr wäre geil. Ja, so ein Sniper-Ding. Oh, wäre super. Ja, ist bei dir, ach ja genau, ich wollte ja noch was erzählen, da fällt mir gerade ein. Ja, ich wünschte mir bei Factorio bei RimWorld manchmal so ein bisschen noch ein etwas weiteres Scharfschützengewehr. Noch weiter, okay. Ja, weil die wenn du gegen Sensen kämpfst, ist ja auch so, dass die Sensen... Die sind immer noch weiter als du, ja? Ja, die haben eine etwas größere Reichweite oder zumindest auf jeden Fall eine, die Ärger macht. Jo. Bei denen ist es halt auch so, wenn die dich mal richtig treffen, so, da ist direkt der Arm ab. Ja.
Oder was zum Beispiel sehr unangenehm ist, was ich festgestellt habe, ist Becken zertrümmert. Okay, dann können die gar nicht mehr laufen wahrscheinlich. Dann, nee, ja, vor allem, das ist unheilbar. Klar, du kannst ein Becken nicht, ja. Ja, genau, und wenn das Becken zertrümmert ist, musst du den quasi durchfüttern, kannst nichts mit dem Kolonisten anfangen. Und die einzige Option, die du hast, ist, einen Kolonisten einzuschläfern. Ja, würde ich dann auch machen. Ja, ja. Ja, es bringt ja nichts. Du kannst ihn nicht. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, einen Kolonisten mit einem zertrümmerten Becken wieder flott zu bekommen. Das geht nicht. Ja. Ja, gibt's wahrscheinlich auch tatsächlich. Obwohl. Ehrlich gesagt, es gibt ja auch. Du kannst ja teilweise transplantieren, ne? Und es gibt ja auch diese bionische Arm. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch bionische Hüfte oder so. Hüfte ist eine Hüfte das Becken? Ist das dasselbe? Ja. Nein. Ich weiß, weiß es nicht. Keine Ahnung. So, ich baue jetzt hier mal eine kleine Verteidigungslinie auf, weil sonst gibt es hier auf Dauer irgendwie Sturm. Versuch mal, die Würmer zu töten hier. Nee, keine Chance. Töten mich vorher. Ich habe jetzt auch noch nicht die panzerbrechende Munition. Ich habe jetzt nur die normale drin. Gönnt euch alles! Weiß gar nicht, kann ich dich damit treffen? Nee. Doch. Oh, du sorgst mir gerade mein Schild leer. So, jetzt muss ich mal kurz wieder ins Netzwerk rein, weil jetzt brauche ich mal ein bisschen Versorgung. Manuell ein bisschen Strom, dass du dann nicht gleich nur an einem Ding. Wow, lag, okay. Mit Autosave. Ah, ja. Ja, ich muss mich mal kurz in die Versorgungslinie stellen. Nee, keine Chance, ey. Nee, wart bis es kommt. Weil wenn, dann kommt sowieso gleich, sehr schnell. Das ist cool, wie die Türme nur so weit so viel brauchen. Ich mach das mal ganz kurz ein bisschen anders. Weil das funktioniert hier scheinbar nicht so ganz. So ist besser. Okay, gucken wir mal, ob das kommt. Ah, da kommt, da kommt was. Ja, Strom ist schon mal da, Verteidigung kommt auch, wunderbar. Achso, ich wollte ja auf meine Versorgung warten. Ah, ich bin aber auch... manchmal schwierig mit mir. So, jetzt schaut die Sache gleich für das Haus aus viel besser aus. Der Gönner erzeugt wieder Schaden, ja, damit wir unsere... Ich wollte nur wissen, ob das geht. Damit sich unsere Reparaturkits lohnen. Aber auf jeden Fall. Boom, es dauert noch ein bisschen, aber... Oh, 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 oh. Was denn? Sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich habe ein bisschen Leben verloren. Ja? Wollte zu viel. So. Oh, wir gehen erst wieder voll da rein. Ich will den einen Wurm, will ich alleine töten. Nur mit mir und meinem 8 Lasergeschützen. Quasi. Ah, fast. Mal rein da. Fuck, 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 fuck. Ich verliere Leben. Hier, aber auch mit meinem Leben, ne? Ist echt. Ja, das Ding. Ja. Jetzt kriegen wir sowieso Stress. Wortwörtlich. Alter Schwede, jetzt kriegen wir Stress. Ach, krass. Ah, Wurm getötet. Ja, wir kriegen hier oben gerade voll eingeschenkt. Ja. Roboter-Hangar vor den Geschützen zu bauen, war ein bisschen semi-optimal, aber du wärst wahrscheinlich nicht weiter gekommen, ne? Nee, das war schon wieder Limit. Ja, sehe ich gerade. Ich bin gerade mal ein bisschen jetzt. Ich stehe nämlich jetzt lang genug in der Versorgungslinie drin, dass ich jetzt die ganze Zeit versorgt werde. Das gerade, ja. Zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Oh, ein bisschen Stress hier.
Weil ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr mehr Strommasten nach vorne zu bekommen. Ja, das Problem ist gerade, die Geschütze werden zwar gebaut, aber die werden ziemlich schnell eingerissen ohne Mauer. Ja, wobei das kommt jetzt. Das wird alles gerade gebracht und die schießen ja auch die ganze Zeit. Unten ist der Roboterhangar. Das ist ganz gut, weil dann sind die nämlich beschäftigt. Kann ich hier unten mal ein bisschen die Mauer aufbauen. Mal unten rein, wenn die da oben am Kämpfen sind. Okay. Ich geh mal ein bisschen nach vorne und versuch mal hier auch noch mal ein bisschen, während du hier auch am Ablenken bist. Das kostet uns wahrscheinlich jetzt wieder ein paar Drohnen. Aber davon haben wir ja zum Glück ein paar. Ja. Boah, fünf Logistiker zerstört. Aber jetzt wird es auch so langsam. Jetzt kommen wir nach vorne. Okay. Ja, jetzt wird das. Ja, ja. Na gut, wir sind aber am Ende der Folge. Ja, ich merke das. Ich merke das schon. Würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Genau. Und bis dahin, tschüss mit Ciao.